Dieser Antrag hatte es in sich. Der Besucherandrang zur heutigen Stadtverordnetenversammlung in Fürstenwalde war enorm. Denn die CDU-Fraktion wollte einen Bürgerentscheid zur Abwahl von Bürgermeister Matthias Rudolph erzwingen. Im Publikum gab es Pro und Contra, ebenso bei den Abgeordneten. Es wurde namentlich abgestimmt, eine Zweidrittelmehrheit war erforderlich und die kam nicht zustande. 11 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag der CDU, 18 waren dafür, das waren 3 zu wenig. Nein, das Quorum von 22 Stimmen ist nicht erreicht, damit ist dieser Antrag gescheitert. Matthias Rudolph kann erst einmal durchatmen. Ich denke, das Votum war jetzt hier an der Stelle eindeutig und tatsächlich auch die Unterstützung, die jetzt hier auch demonstriert worden ist durch die vielen Menschen, die hier sind und offensichtlich mich unterstützen wollten. Da kann ich nur sehr, sehr dankbar dafür sein und Sie können sich eins sicher sein. Ich werde jedenfalls alles dafür tun, dass in den nächsten 4 Jahren hier kein Stillstand herrscht. Doch die CDU kündigte schon gleich nach der Abstimmung an, weiterzumachen. Ja, wir haben damit gerechnet, dass wir die 22 Stimmen nicht zusammenbekommen, weil ja traditionell in der Stadtverordnetenversammlung das BFZ und AfD permanent zusammenstimmen. Die Kommunalverfassung gibt ja jetzt den Bürgerinnen und Bürgern das Recht, Stimmen zu sammeln. Ich glaube, es sind 6.000 Stimmen in 4 Wochen. Und ich denke mal, das ist in Vorbereitung und wird dann auch durchgeführt. Der Versuch, Matthias Rudolph durch die Bürger der Stadt abwählen zu lassen, geht also in die nächste Runde.